Da ist er doch, jawohl, der erste Heimsieg. Guten Abend nach dem heutigen Spiel unseres VfL gegen den VfL Wolfsburg, welches mit 3 zu 1 gewonnen wurde. Herzlich willkommen zur Couch-Analyse. Wie immer, lasst uns doch mal dieses Spiel heute ein wenig unter die Lupe nehmen, noch einmal zurückblicken und wie gewohnt natürlich mit dem Fazit einmal vorweg. Also, mein Spielfazit lautet, wenn man die 90 Minuten komplett unterm Strich betrachtet, finde ich, ist es ein verdienter 3 zu 1 Sieg für uns. Wir haben ja weite Strecken des Spiels, wenn man 90 Minuten betrachtet, mehr für das Spiel getan. Wir gewinnen dieses Spiel allen voran aufgrund einer absolut überzeugenden ersten Halbzeit, an der es wirklich kaum was zu mäkeln gibt, ja. In der zweiten Halbzeit sah das Ganze dann schon ein bisschen anders aus, aber wir haben es diesmal nicht nur über die Zeit gebracht, sondern nein, wir konnten noch rechtzeitig den Deckel drauf machen und beziehungsweise den entscheidenden Nadelstich dann setzen. Und somit geht letztendlich dieser Sieg für mich in Ordnung, so wie er jetzt zustande gekommen ist, auch wenn die Spieldaten hier vielleicht das auf den ersten Blick nicht zwingend immer so ganz hergeben, ja. Aber wie gesagt, von den Spieldaten mal zum Spiel, zu meinem subjektiven Eindruck einmal mehr. Und ich muss euch sagen, es war jetzt dann doch genau so, wie ich es mir in meinem Warm-up eigentlich erhofft, eher erwartet, eher erhofft als erwartet hatte eigentlich. Ne, in meiner Erwartungshaltung habe ich gestern gesagt, dass ich einfach wieder einen spielerisch deutlich besseren Auftritt irgendwo erwarte. Ja, dass wir irgendwo mutig spielen, ja. Und letztendlich uns dafür dann belohnen. Und ich denke, genau das habe ich zumindest allen voran heute in der ersten Halbzeit gesehen. Wie gerade schon erwähnt, eine absolut überzeugende erste Halbzeit, die aus meiner Sicht lediglich nur durch diesen Anschlusstreffer in der Nachspielzeit ein wenig ja, getrübt wurde. Aber ansonsten war das wirklich bockstark, was wir da in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Grundsätzlich ein guter Beginn, den wir auch hatten. Wir waren voll im Spiel, in den Zweikämpfen, Intensität, das passte alles. Ja, waren wirklich sehr aggressiv zu Werke gegangen, hatten die Spielkontrolle dadurch irgendwo auch ein Stück weit übernommen. Ja, deutlich mehr vom Spiel. Erste Chancen, die wir uns hier und dort erspielt haben, wenngleich das noch nicht alles so, ja, brandgefährlich gewesen ist, aber wir arbeiteten auf die Führung hin. Somit war das Tor von Patty Oestlage, das sein erstes Bundesliga-Tor, das 1 zu 0, auch letztendlich dann nur folgerichtig, ja, und absolut verdient. Asano dann noch mit einem guten Schuss in der 24. Minute, habe ich mir notiert. Von den Wolfsburgern kam eigentlich in der 5. Minute, da hatten sie eine gute Chance, direkt zu Beginn, ja, über Wind, meine ich, wo der Ball ins Zentrum gespielt wird und Wind aus 16 Metern sich viel zu frei drehen kann und zum Glück dann den Ball über das Tor haut. Aber da standen wir einmal viel zu weit weg vom Gegenspieler. Das darf dir so beim, im Zentrum nicht passieren. Er hat es nicht genutzt. Aber viel mehr grundsätzlich in der ersten Halbzeit mit dann dem Anschlusstreffer zum Pausenpfiff kam von den Wölfen eigentlich gar nichts. Ja, die erste halbe Stunde war aus meiner Sicht wirklich bockstark von uns. Ja, nach 30 Minuten verflachte das Spiel so ein bisschen, bis dann Toto Lucia uns, glaube ich, mit dem Pfostenknaller nochmal wachgerüttelt hat. Und danach fällt praktisch nach der Ecke direkt das 2 zu 0. Auch hier Bernardo mit seinem ersten Saisontor. Ich glaube auch sogar mit seinem ersten Bundesligator, ähnlich wie Patrick Osterhage. Ja, und wie gerade dann erwähnt, das 1 zu 2. Ja, einerseits Masovic dort im Zweikampf. Ja, aber man muss auch sagen, Wolfsburg macht es irgendwo dann in der Situation auch gut. Es geht dann blitzschnell. Ja, wir werden mit einem Steilpass ausgehebelt, ausgespielt. Und ja, so ist das dann auch letztendlich manchmal. Nichtsdestotrotz, absolut überzeugende, gute erste Halbzeit von uns, ja, mit einer hochverdienten und letztendlich dann auch zu knappen Führung mit dem 2 zu 1, ja, wo irgendwo jedem im Stadion schon wohl so gew klar gewesen ist, na, wir können nicht ruhig, ne? Es muss immer irgendwie ein bisschen dramatisch werden. Und die zweite Halbzeit dann, ja. Letztendlich passierte erst einmal nicht allzu viel, würde ich sagen. So die erste Viertelstunde, ja, Stöger hatte in der 58. Minute mal irgendwo einen Schuss, ja, aber das auch nicht zu gefährlich. Und ansonsten
Fand ich dann letztendlich, haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Auch so um die 60. Minute, rum so nach einer Stunde, ja, wo auch Kevin Stöger ausgewechselt wurde. Da fing das schon so ein bisschen an aus meiner Sicht, dass wir halt zu wenig Entlastung irgendwo hatten. Wolfsburg stärker wurde, sich hier und dort ein leichtes Übergewicht erarbeitet hat. Es war auch von uns eigentlich kaum mehr Fußball zu sehen, ja. Asano in der 70. Minute mal mit einem Konter, mit einer Entlastungsaktion, ja. Der Druck der Wolfsburger nahm dann halt auch eben zu. Griemann klärte ein bis zweimal wirklich richtig stark, ja, da gut, dass er da gewesen ist. Ja, bis wir letztendlich in der zweiten Halbzeit dann mit eigentlich unserer besten Aktion in dieser deutlich schwächeren Halbzeit ja, das 3:1 gemacht haben. Ja, schöner Riemann-Abschlag wieder, Quarteng verlängert und was bin ich froh gewesen, dass es diesmal nicht Asano gewesen ist, der alleine auf Castells zugelaufen ist, ja, sondern dass es hier diesmal Jimmy gewesen ist und den Ball im Tor versenken konnte. Nee, Spaß beiseite, Asano hat auch eine solide Partie abgeliefert, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Und damit haben wir halt zur rechten Zeit, bevor es dann in die Nachspielzeit ging und wir irgendwo ähnlich wie gegen Mainz dann uns, ja, praktisch um den Lohn bringen, dieses Spiel über die Bühne gebracht und letztendlich dann auch verdient gewonnen, ja. Das soweit zum Spiel. Wie sind eure Meinungen? Wie habt ihr das gesehen? Schildert doch mal eure Eindrücke und lasst uns dann vom Spiel zu den Spielern kommen, zu den Spielernoten. Ihr seht sie hier gerade eingeblendet. Natürlich, heute nach diesem 3:1 Heimsieg ist es jetzt auch nicht allzu schwer, kommen bei mir nahezu alle wirklich gut weg, ja, wenn man mal so einzelne Spieler durchgeht. Riemann, wie gerade schon erwähnt, ein bis zweimal war er zur Stelle, da haben wir ihn gebraucht, schön dann mit dem langen Ball das 3:1 mit eingeleitet, ja, also auf jeden Fall auf dem Posten. In der Defensive schön, dass Bernardo sich jetzt auch mit einem Tor belohnt hat, einfach, ja, ich glaube sein erstes Bundesliga-Tor. Ansonsten alle anderen auch grundsolide, ja, haben dort auch nicht zwingend allzu viel zugelassen. Ja, ich meine, die Wolfsburger hatten zwar ihre Möglichkeiten, aber es war ja jetzt auch nicht so, dass sie dort irgendwo eine Chance nach der anderen sich erspielt haben. Also die Abwehr hat auch einmal mehr nicht so viel zugelassen. Ja, Dotto souverän, dann neben ihm Stöger auch mit einer soliden Partie. Osterhage, schön, dass er sich mit dem ersten Bundesliga-Tor auch belohnt hat. Wieder mal eine Top-Partie. Und dann muss man natürlich hervorheben, allen voran Matuš Bero, der nach so langer Pause hier zurückkehrt und direkt quasi dann in der Startelf steht. Ja, letzte Woche war es noch ein bisschen zu früh, aber jetzt schmeißt ihn der Trainer direkt in die Startelf rein. Und hier möchte ich nochmals betonen, daran sieht man einfach, wie elementar wichtig und wie zentral dieser Spieler Matuš Bero in den Überlegungen und im System von Trainer Thomas Letsch einfach ist, ja. Denn man hätte Bero ja jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, für eine halbe Stunde reinbringen können, für eine Halbzeit. Nein, Thomas Letsch bringt seinen Ex-Kapitän aus Arnheim sofort rein. Und ich kann das nur nochmals betonen, da sieht man einfach, wie wichtig dieser Spieler ist. Für ihn und auch für uns, und das haben wir auch heute nochmals gesehen, ja, und wie er uns dann auch in den letzten Wochen hier und dort einfach gefehlt hat, ja, und deswegen gut, dass er wieder da ist, super Partie nach so einer langen Pause, ja, hat wieder alles rausgehauen, was ging, ist dann letztendlich ausgewechselt worden. Und ansonsten, Asano, wie vorhin schon von mir erwähnt, aus meiner Sicht wieder der typische Taku, absolut emsig, absolut fleißig, solide, ja. Und hier muss man auch immer festhalten, im Gegensatz zu seinem Sturmpartner Hofmann, auch wenn Asano so ein bisschen, ja, bei ihm alles so ein bisschen wild ist, ja, ein hoher Verschnitt in der ganzen Geschichte ist, aber Asano, eins kann man ihm nicht nehmen, er ist präsent, er ist da, so. Und wenn ich jetzt also zu seinem Kollegen rübergehe, zu Philipp Hofmann, da habe ich heute einfach nichts gesehen. Also wirklich, da war gar nichts. Ich kann mich an kaum eine gelungene Aktion erinnern. Also wenn er schon keine Tore macht, wenn keine Assists kommen, ja, wie Quarteng den Ball schön auf Jimmy abzulegen weiß, was ich ja von Hofmann erwarten würde, solche Aktionen, dann muss ich doch wenigstens erwarten, dass ich aber Zweikämpfe gewinne, dass ich irgendwo da bin. Und selbst hier heute ist ihm eigentlich nichts dergleichen gelungen, ja. Wie gesagt, für mich
Deswegen der einzige Totalausfall mit einer ansonsten wirklich guten und Mannschaft. Ja, das sind also meine Spielernoten, das sind so meine Meinungen dazu. Wie seht ihr das? Wie habt ihr die Spieler gesehen? Schreibt es einfach wie gewohnt auch hier unten. Ansonsten von den Spielern zum Trainer, Aufstellung, Taktik, Wechsel. Also die Aufstellung aus meiner Sicht, ich habe es ja schon vorhin geschrieben, ja, vor dem Anstoß war für mich durchaus etwas überraschend, ja, dass wir so begonnen haben. Wir waren ja heute auch wirklich sehr variabel. Ich habe das jetzt in meiner Grundformation gerade bei den Noten, habt ihr es gesehen, so eingezeichnet. Ja, aus meiner Sicht hatten wir die Viererkette, wir hatten Oosthage, wir hatten Lucia, die den etwas defensiveren Part übernommen haben, und wir hatten Bero und Stöger, die variabel flexibel den etwas offensiveren Part übernommen haben, und dazu dann den Doppelsturm mit Hoffmann und Asano. So hat das für mich ausgesehen. Während des Spiels und auch durch die Wechsel hat sich das hier und dort auch nochmal verschoben. Ja. Anmerkungen hier vielleicht, warum Kevin Stöger nach einer Stunde raus musste, weiß ich nicht. Ich hätte ihn jetzt nicht zwingend runtergenommen. Keine Ahnung, was der Hintergrund dort ist. Ja. Ansonsten auch hier noch so ein paar Anmerkungen. Ja, wenn ein Broschinski statt Pacencia eingewechselt wird und der Konkurrent Hoffmann einen derartigen Auftritt ablegt, dann muss man sich auch an Pacencias Stelle so ein bisschen Gedanken machen. Ja, warum eigentlich? Und na, wie gesagt, genau dasselbe gilt. Es ist dann Öhrmann eingewechselt worden am Ende, statt Paslak, obwohl er auf der Bank gewesen sind, etatmäßig. Öhrmann hat sich auch nicht ins Zentrum orientiert. Nein, Öhrmann ist auf die rechte Seite gegangen. Und wenn ich jetzt mich daran erinnere, wie er da ein, zwei Leute auf der Außenbahn frisch gemacht hat, dann kann er da gerne auch bleiben. Na, wie gesagt, mal um ernst zu bleiben, also auch hier das nochmal anzumerken, wie gesagt, Boschinski, Öhrmann kamen rein anstelle von Pacencia und Paslak, und ich denke mal, da sollten sich die Spieler auch mal so ihre Gedanken machen. Und dann Förster heute gar nicht im Kader. Ich weiß gar nicht, ob das mit vielleicht einer Erkältung was zu tun hatte oder leistungstechnisch. Zuletzt war er auch nicht gut. Ebenso wie Danilo Soares auch nicht im Kader. Sollte man nicht unerwähnt lassen einfach. Ja? Und wenn man natürlich jetzt sieht, mit Bernardo jetzt auch Wittek, der reingekommen ist, könnte es fast schon für Danilo auch hier, ja, schwierig werden. Und so. Es gilt, das weiter zu beobachten. Wie gesagt, also dass es mal nicht unerwähnt ist. Ja, aber grundsätzlich, wenn du das Spiel natürlich am Ende des Tages gewinnst, so wie wir heute, würde ich sagen, können wir es dabei belassen. Ja, mehr habe ich dazu jetzt heute nicht zu sagen. Sieg ist Sieg, und am Ende, wer gewinnt, macht immer alles richtig. Punkt aus. Ja, so, lasst uns jetzt mal vom Trainer abschließend zum Ausblick kommen. Ich habe jetzt extra noch das Stuttgart-Spiel abgewartet gegen Bremen. Stuttgart gewinnt also 2:0. Ihr seht die Tabelle, und liebe Leute, ja, mir wird doch langsam schwindelig. Es sieht doch nun wirklich jetzt glänzend aus. Ja, 13 Punkte nach 13 Spielen, Rang 12, ganz, ganz wichtig. 2 Punkte auf Heidenheim, 4 Punkte auf Darmstadt, 4 Punkte auf Köln. Das ist das, worauf wir gucken müssen, ja. Und gegenwärtig sind wir absolut im Soll. Ja, bei dem hier der Punkteschnitt natürlich nochmal eingeblendet. Logisch, kann sich jeder selbst ausrechnen. Da würden wir natürlich bei 34 Punkten hochgerechnet landen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, in dieser Saison werden 34 Punkte am Saisonende reichen. Es gilt also jetzt künftig mit dieser Ausgangslage einfach weiter zu punkten. Und wir haben, wie gesagt, Druck auf die Konkurrenz ausüben können. Ich denke auch nicht, dass Union im Nachholspiel bei den Bayern irgendwas holen wird. Also die werden dort weiter unten drinnen bleiben. Womit wir beim nächsten Stichwort wären, die kommenden Spiele. Das sind ja die nächsten Gegner. Ihr seht es, auswärts in Hoffenheim, zu Hause gegen Union eben, auswärts in Leverkusen. Also auch anspruchsvolle Aufgaben. Und es gilt sicherlich jetzt in Hoffenheim vielleicht einfach mal wieder dreckig und ekelig einen Punkt sich zu erhamstern, zu ergaunern, ja. Und wie gerade Union erwähnt, ja, zu Hause bin ich der Meinung, kannst du definitiv irgendwo an einem guten Tag, wie gegen heute, gegen Wolfsburg, auch ähnlich Union schlagen und möglicherweise die dann noch weiter unten drinne quasi verweilen lassen, ja. Aber wie gerade erwähnt, Darmstadt, Köln und vor allen Dingen und Heidenheim, das sind die, auf die wir gucken müssen, allen voran. Und da haben wir uns jetzt ein schönes Polster drauf hingearbeitet, ausgearbeitet, und das sieht gut aus. Also,
Das soll es von meiner Seite aus für hier und jetzt zur Couch-Analyse gewesen sein. Schreibt wie gewohnt eure Kommentare darunter und wir hören uns zeitnah wieder zum Vorbericht auf das anstehende Auswärtsspiel in Hoffenheim. Also, schönes Wochenende euch, genießt es, bis dahin, tschüss.